ich habe euch schon so oft von Italien erzählt und dass ich ja so gern bei meinen Freunden bin. Und heute Abend seid ihr auch mal mit dabei, weil das ist nämlich die Gabri, der Mario, Erika, Cristiano, Nostri Amici. Und die Gabri hat heute so einen leckeren Nachtisch gemacht, den muss ich euch unbedingt zeigen. Jetzt wollte ich schon mal fragen, das ist wie Tiramisu, bloß mit Amaretto. Ma Gabri, cosa è dentro? C'è dentro amaretto. Amaretto. Mascarpone. Mascarpone. Amaretto di saronno liquore. Ok, amaretto liquore, clone. Uova. Aia, aia. Cacao. Cacao. E un goccio di caffè. Ok, ein bisschen Kaffee. Also ganz, ganz einfach und ich schreibe euch das unbedingt dann auf und das machen wir jetzt auch zusammen. Das Rezept findet ihr ja immer auf dem Blog. Und Mario, apri la bottiglia. Mei Leute, hatte die Gabri lecker für uns gekocht, das glaubt ihr gar nicht. Da gab es Muscheln und dann Spaghetti mit Scoglio, Allo Scoglio mit Meeresfrüchten, die halt Schorle haben. Ne? Und das war so fein. Und natürlich dieses lecker Dessert. No? Oh, das muss ich euch unbedingt zeigen. Und das Rezept hat mir natürlich die Gabri auch verraten. Ne? Und da braucht man unbedingt ein paar frische Eierchen. Deswegen war ich auch gestern bei meinem Eiermobil und habe mir noch welche geholt. Weil das mit rohe Eier halt gemacht wird. Ne? Original italienisch. Die trennen wir uns erst einmal und habt das schon gesehen, mein schönes Schürzchen da. Das habe ich aus Verona. Ne? Weil wir waren nämlich auch noch in Verona schnelle Abstecher gemacht zum Balkon von Romeo und Julia. Und nebendran war so ein schöner Laden und die besticken Schürzen, Handtücher, alles Mögliche. Ne? Und da habe ich die Milena getroffen und die Milena, die hat mir die Schürze gemacht. Schau mal, ist das nicht herrlich? Zack, ist es fertig. Und dann waren wir halt noch schnell hin auf den Balkon, ne? Zum Auffrischen der Liebe. Ich meine, wenn man schon fast 20 Jahre mit jemandem zusammen ist, ne? Mit meinem Bäder, ist dann wirklich ganz was Nettes. Muss man unbedingt aber machen. So, guck mal her. Jetzt müssen wir hier aufpassen vor lauter Quatsche, weil das Eiweiß wird getrennt. Das braucht es ja immer ohne Eigelb. Das tue ich mir schon mal hier hinein in mein Schüsselchen. Und das Eigelb dann extra. Ach, Kinder, ich sag's euch herrlich. Und der Spruch hier, der ist ja auch niedlich. Und wisst ihr, wer die Schürze im Original nämlich auch machen lassen hat? Ihr kennt ja vielleicht die Benedetta, die größte YouTuberin von Italien. Und die hat sich original auch dort bei denen in dem Laden ihre Schürze machen lassen. Und das ist genau die gleiche. Ich kann es euch schon mal nochmal zeigen. Guck mal. Und da steht jetzt Giorna dran. Aber ich muss jetzt echt aufpassen, weil die habe ich mal gekauft für zu Hause, wenn ich mal so koche. Aber ihr kennt mich ja, bei mir wird immer rumgekleckert. Also die braune, die bleibt es auf jeden Fall für unsere Koch- und Backaktionen. Weil die sauge ich mir nämlich sonst ein. Und die gibt es ja auch im Shop, die Fein-Fein-Schmeckt-Schürze. No? Einmalig doch. So, und jetzt müssen wir hier mal die Eierchen mit einem Löffelchen Puderzucker schön schaumig rühren. So, gucke mal, und so ist genau richtig. Wenn das so ungefähr 5 Minuten rührt, dann ist es leicht weiß cremig. Ne? Und jetzt kommt dann auch noch ordentlich Mascarpone dazu und von wegen Sahne. Da hat die Gabri mich fast so geschimpft, dass ich immer mal Sahne da rein schmier. Weil das gehört dann nämlich gar nicht rein. Und jetzt braucht man natürlich auch noch ein paar leckere Amarettini. Da hat mir die Gabri die hier empfohlen. Ich verlinke euch ja auch alles unten in der Videobeschreibung, gell? Und die habe ich immer schon in ein Tütchen rein. Die kann man dann mit den Händen so zerdrücken. Oder ihr nehmt halt dann ein Nudelholz und klopft mal drauf. Kommt auch gar nicht so viel Zucker in die Creme. Nur so 1, 2, 3 Esslöffelchen vom Puderzucker, weil die sind nämlich auch süß genug. So, und nun ist schon fertig die Creme, gell? Da können wir das hier schon mal ausmachen. Jetzt müssen wir uns dann natürlich noch den Eischnee schlagen. Guck, Mensch, ist das so richtig schön cremig. Ich rühre dann so lange, bis keine Klümpchen oder sowas mehr drin sind. Das tun wir uns jetzt nochmal dort so sein, ne? So, und auch hier, ganz wichtig, das Schüsselchen ist spülifrei und auch nichts hier am Besetron, gell? Dass wir schön das Eiweiß schlagen können. Und dazu geben wir dann auch noch ein kleines Löffelchen Puderzucker. Sag mal, hört ihr das? Da klappert doch irgendwas unten. Da ist mein Besen so dicht an dem Glas. Mensch, da muss ich schon mal hier ein bisschen neu einstellen. Warte mal, das geht ja so ohne Schmier, weil selbst ist die Frau hier. Guck mal, da, wenn wir da ansetzen. Eine halbe Umdrehung wird wahrscheinlich schon lange, ne? Gucken wir mal, was? Klappert immer noch. Nur eine halbe machen. So. Ah, jetzt ist schon besser, ne? So, während unser Eischaum so richtig schön schaumig wird, tun wir uns jetzt schon mal unser Gläschen befüllen. Da könnt ihr alle möglichen Größen nehmen, die ihr habt, ne?
du da einfach so ein bisschen auf den Boden. Also es reicht so für ungefähr 8 Gläser. Die sind auch ein bisschen größer gewesen, die Gabri hatte. Aber ich schreibe euch ja alles auch ohne rein in die Videobeschreibung. Ne? Guck, und da habe ich noch so ganz kleins für die ganz Kleinen. Ne? Dann tun wir dann den Boden einfach so ein bisschen festdrücken. Dann nehme ich immer das Teil, das ist auch so ein Käseset. Ne? Einfach bloß den Boden ein bisschen andrücke, gerade mache. Und jetzt kommt natürlich der Knüller. Ne? Jetzt kommt immer abwechselnder Espresso. Nein, ein Löffel, hatte Gabri gesagt. So. Aber ich glaube, wir brauchen zwei. Wir haben ein bisschen einen größeren Boden hier, ein bisschen mehr. Schau mal, dass es ein bisschen getränkt wird. Ne? Also ganz einen starken Espresso tut ihr euch dann machen. Wenn ihr keine Kaffeemaschinen habt, dann nehmt ihr halt so kleine lösliche Espresso. Gibt es ja von so mit so Krümelchen. Wie heißen die Dinger jetzt noch? Man fällt es mir nicht ein. Mensch, Krümelchen. Mensch, ich meine Granulat natürlich. Jetzt muss ich hier mal ausmachen, weil guck mal, der Schnee, der steht hier schon wie verrückt. Du, das wird eine feine Creme, kann ich euch sagen. Ne? So, jetzt noch ein bisschen hier der Rest vom Kaffee noch rein. Also wenn er für die Kinderchen macht, macht er halt einen koffeinfreien Kaffee. Und jetzt, ne, kommt natürlich noch der Amaretto. Ich zeige euch auch mal welchen, ne? Weil den hat nämlich auch der Gabri gehabt. Und was die Gabri hat, ne, das ist echt super. Und davon kommt jetzt auch noch mal in jedes Gläschen ein Löffelchen. Herrlich, ehrlich. Boah, ne? So, jetzt brauche ich mal Creme. Weil jetzt wird es nämlich wieder eng hier. Ne? Muss ich mal wieder ein bisschen Platz machen. Weil jetzt kommt dann nämlich der Eischnee da rein. Und dann tun wir das alles schön miteinander unterheben, gell? Und das Grundrezept hier von der Creme ist nämlich auch das Basisrezept für jedes Tiramisu. Und wichtig ist natürlich, wenn er mit frischen Eiern arbeitet, Leute, ne? Achtet darauf, dass er richtig, richtig gute frische Eier kriegt von glücklichen Hühnern. Und dann kann auch nichts schief gehen. Herrlich! Jetzt brauchen wir noch ein bisschen an Kakaopulver. Und dann brauche ich noch mal Sieb. Warte mal. Zack. Und dann kommt das jetzt auch noch ein bisschen drüber. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich wieder nicht so klecke, aber egal. Und zum krönenden Abschluss, ne, kommen natürlich oben noch so bubbelige drauf. Und dann haben wir doch ein super tolles Dessert. Und es geht so schnell und ist so zackig gemacht. Ich kann es euch sagen, macht es unbedingt nach. Und es kommt jetzt erstmal ein bisschen in den Kühlschrank. Und dann kann man es genießen. Und wir sehen uns wieder nächsten Sonntag zum nächsten Rezept. Ciao, macht's gut!